Hallo Freunde und willkommen zurück nach langer Zeit mal wieder zu einer neuen Folge Let's Play Elite Dangerous mit mir, Dalen. Und heute schauen wir uns die neueste Beta von Elite an. Die Powerplay 1.3 Beta ist gestern Nacht oder gestern Abend, glaube ich, rausgekommen. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, eher vorgestern. Ja, ich konnte gestern Abend noch nicht spielen, aber heute will ich es auf jeden Fall machen und mir da mal alles angucken, was es jetzt Neues gibt. Und wir sind hier in Townsend Hub. In Aliot, meine ich, wären wir, oder? Sind wir in Aliot? In 78 Ursae Majoris, okay. Wir sind nicht in Aliot. Und wir schauen uns jetzt erstmal die ganzen Änderungen an, die wir jetzt dazu bekommen haben. Hier werden wir auch gleich in den Galnet News begrüßt mit Welcome to Powerplay. Wir sollen die Diamondback testen, den Imperial Carrier testen. Die Limpet-Drohnen sollen wir testen, das Powerplay an sich, das überarbeitete Bounty- und Missionssystem und die verbesserte Missions-Engine. Ja, verbesserte Missionsengine ist was, wo ich irgendwie schon lange drauf warte. Weil ich sag mal, sobald man eigentlich eine Viper hat oder irgendwas Größeres als ein Sidewinder, Hauler, dann ist eigentlich das Missionssystem total für den Arsch, weil es da nichts mehr zu tun gibt. Beziehungsweise es gibt jede Menge Möglichkeiten, wie man viel besser Geld verdienen kann. Und da schauen wir doch gleich mal ins Bulletin Board, was wir hier haben. Es lädt. So, und ich sehe hier gleich, ich habe hier von Aliot Independence eine, zwei, drei, vier Missionen oder vier Aufstiegsmissionen bekommen. Weil ich irgendwie nie in den Independence-Systemen unterwegs bin und dann nie sehe, wenn ich irgendwie neue Zugänge zu Systemen bekomme. Wahrscheinlich habe ich meinen Aliot-Zugang mittlerweile längst bekommen. So, aber schauen wir mal in die Missionen selber rein. Das hier ist eine typische Kill-Mission, die kennen wir ja. Preis oder Auszahlung davon ist normal. Steel Deliveries to boost Rival Sales. Das ist zum Beispiel eine neue Mission. Was müssen wir denn da machen? Wir müssen, wir müssen Piraterie betreiben und Water Purifiers klauen. Ja, habe ich so eigentlich noch nicht gesehen, die Mission und die Bezahlung mit 34.000 Credits ist auch ganz gut. Hier steht jetzt auch dabei, Required Combat Rank Harmless, Relationship Required Neutral, also es wird so alles aufgelistet, was man braucht, um diese Mission zu machen. Hier steht auch, dass der Effekt auf meine Reputation mittel ist und auf meinen Einfluss mit der Fraktion hoch ist. Also es wird alles jetzt ein bisschen besser aufgeschlüsselt und wir schauen jetzt mal die Mission hier einfach durch. So, hier möchte dann jemand zum Beispiel, was möchte er denn haben? Tabak möchte er haben und zahlt dafür relativ gutes Geld mit 100.000, also die Missionen skalieren größer. Und was halt auch neu sein soll, ist, dass wenn man bei einer Fraktion ist, mit der man einen relativ guten Rang und eine gute Beziehung zu der Unterfraktion in dem System hat, das heißt zum Beispiel, ich bin alliiert mit dem Empire und mit der Empire Party stehe ich auch ganz gut, dann kriege ich halt einen richtig großen Missionsboost und kriege bessere Missionen. Ich hoffe, das werden wir noch irgendwie uns angucken können. Hier haben wir zum Beispiel Spaceways aren't Safeways, 200.000 Credits. Dafür müsste ich jetzt zum Beispiel, wie ihr das hier seht, was rot hervorgehoben ist, alliiert sein mit dem, mit den Aliot Independence, also mit der Alliance sozusagen. Gut, schauen wir mal durch, ob es noch was Größeres gibt. Na, die haben jetzt nichts Größeres. Aber es sieht schon mal so aus, als hätten, also zumindest was so die Überschriften der Missionen angeht, als gäbe es da irgendwie viel mehr Missionstypen jetzt und irgendwie sollen die wohl auch noch sich aufspalten können. Das heißt, dass man so mehrere Pfade gehen kann, nicht nur dieses typische, entweder du machst die Mission jetzt oder irgendwann triffst du einen NPC, der sagt, mach's für einen anderen, sondern das soll halt wirklich noch ein bisschen mehr so, ja, es soll mehr Möglichkeiten in der Mission geben oder auch zusammenhängende Missionen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon im Update drin ist oder ob das erst noch kommt. Zumindest war es für das nächste Update geplant oder sollte dann in den Hotfixes dann danach kommen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir darauf stoßen. Was haben wir hier? Unraveling, bla bla bla. Mysteries, Ancient, Ancient Artifact. Das sind, glaube ich, die Dinger, die man von Militärtransporten bekommt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt mehr Missionen. So, und das große Feature, was namengebend ist für dieses Update, das ist nämlich das Powerplay. Das schauen wir uns auch gleich mal an, bevor wir losfliegen. Und zwar haben wir jetzt hier in so einem Navigation-Tab die Galactic Powers. So, und hier steht, you have not pledged allegiance to a Galactic Power. Das heißt, wir haben uns noch niemandem angeschlossen.
Hier links Coming Soon, das wird wahrscheinlich die Power Map sein, wo man sehen kann, wer wo Einfluss hat. Und hier haben wir das Galactic Power Standing. Da können wir alle aktuellen Powers sehen. So, und hier geht's los mit Federation Zachary Hudson. Wer von euch föderationstreu ist, wird jetzt sagen, Zachary Hudson. Müsste da nicht eigentlich Präsidentin Halsey stehen? Gestern gab es eine Galnet-News, dass die Präsidentin vermisst wird und ihre Sekretärin dass die Regierungsangelegenheiten übernommen hat. Das hier spoilert jetzt so ein bisschen, weil Zachary Hudson ist eigentlich der Shadow President, also der Anführer der Opposition. Das heißt, die Federation wird einen neuen Anführer bekommen. Das wird Zachary Hudson sein. So, aber wir schauen jetzt mal hier weiter. Hier haben wir noch Federation, Felicia Winters. Empire, Prinzessin Arissa, natürlich. Der ich mich auch gleich anschließen werde. Und ihr seht auch hier unten die farbigen Balken. Federation rot, Empire blau, Alliance ist grün und Independence sind orange. So, was haben wir hier noch? Senatorin Semina Torval. Die Alliance hat im Moment nur Edmund Mayen. Dann weiter alter Bekannter, Denton Patrius, der Kriegstreiber des Empires. Dann haben wir noch natürlich Aisling Duval. Hier haben wir jetzt drei Independent-Fraktionen. Wir haben Lee Yong Rui, Archon Delane und Planaf Antal. Und Archon Delane, das sieht halt irgendwie von seinem Logo, diese Spinne mit dem toten Kopf, irgendwie so nach Piratenfraktion aus. Ich habe da echt die Versuchung, den zu joinen. Aber es wurde auch gestern eine Liste veröffentlicht, welche fraktionsspezifischen Waffen es gibt. Die kriegt man dann, nachdem man 4 Wochen dabei ist und da mitgearbeitet hat. Und Arissa, Prinzessin Arissa hat halt einfach die Waffe namens Imperial Hammer. Das ist eine Multi-Shot-Railgun, also so eine Rail-Shotgun so ein bisschen. Und die hätte ich ja schon übelst gerne, deswegen joinen wir die jetzt auch. So, und hier können wir uns jetzt quasi nochmal so eine Übersicht anschauen. Und zwar, ihr Ethos ist, assist me in teaching the Emperor's wayward sons exactly what it means to truly be a member of the greatest nation of the galaxy. Also ist sehr nationalistisch irgendwie. Ja, und zu dem Ethos zählt halt eben Preparation, Expansion und Control. Das heißt, Preparation ist sozial, Expansion und Control ist combat-orientiert. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Preparation bedeutet hier, Senator Staff researches intelligence from systems to expose endemic corruption. These damning reports are used to highlight the benefits of imperial justice. Das heißt, wir machen so ein bisschen Spionage auch und ja, decken halt auf, wer dem Imperium doch nicht ganz so zugeneigt ist, wie er behauptet. Und ja, liefern ihm dann quasi die Gerechtigkeit mit unseren Waffen durch Expansion und Control. Also hier geht es darum, halt Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten und andere Systeme mit ja, Expansion Combat, halt andere Systeme mit Waffengewalt zu übernehmen. Hauptsächlich über Private Contractors steht hier, das heißt Söldner. Und das sagen wir eigentlich ganz gut zu. Wir können noch mal schauen, was zum Beispiel Archon Delane, was der hat. Der hat die Preparation über Combat, Expansion über Combat und Control über Social. Also ihr seht, diese drei Preparation, Expansion, Control hat jeder, nur jeder geht damit anders um. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch Zachary Hudson, der macht alles über Combat. Ja, von wegen die gute Federation, ne? Und ihr seht hier auch unten links Current Status, Galactic Standing, das ist sein Rang, wie mächtig er insgesamt ist. Also wenn jetzt Arissa zum Beispiel durch meine Unterstützung sehr viel Fortschritt macht, könnte sie auf Platz 1 rutschen. Oder was heißt durch meine Unterstützung? Durch die Unterstützung all ihrer Anhänger. Und da seht ihr das Total Command Capital, das Income from Exploited Systems, das heißt, wie viel Kapital hat er im Moment in Punkten, wie viel nimmt er ein in anderen Systemen. Und ganz unten CC Upkeep for 33 Control Systems. Das sind quasi seine Ausgaben, die er hat. Und so ist das alles so ein bisschen, ich habe das im Vorfeld so ein bisschen brettspielmäßig beschrieben schon. So eine Mischung aus Risiko und einer Wirtschaftssimulation irgendwie, dass man halt nicht einfach nur immer weiter, also man muss expandieren und man muss größer werden,
Aber man muss auch gucken, dass die Kosten getragen werden können. Und das wird halt am Ende einer Woche immer durch die Spieler gemacht, weil die Spieler treffen Entscheidungen, wie es weitergehen soll und für welche Entscheidung am meisten gewotet wurde. Das wird dann auch eben getan. Deswegen hoffen wir als German Pilot Lounge, dass wir uns da alle einer Fraktion anschließen können. Ich würde natürlich Arissa bevorzugen, dass wir da mit vielen Leuten hingehen, dass wir einfach auch gemeinsam eine Entscheidung treffen können und auch die auch groß ins Gewicht fällt, dass wir quasi diese Fraktion so ein bisschen mitkommandieren können. Weil das hier ist wohl das, was den Clans am nächsten kommt, weil ich glaube, so das Gefühl nach diesem Update, Clans werden wir, reine Spieler-Clans werden wir nie in Elite sehen. Vielleicht so kleine Dinge, aber das hier ist, glaube ich, das große Ding, was die Clans ersetzen soll. Aber genug gequatscht, wir joinen jetzt Princess Arissa, also sogar Senatorin. Wird hier nicht als Prinzessin erwähnt. Alter 58. Ich habe sie mir immer irgendwie etwas jünger vorgestellt. Schau mal, wie alt ist denn zum Beispiel ihre Konkurrentin? Ach, Seminator-Torwall ist 124. Alles klar. Und der Denton Patrius ist auch 47. Eisling ist 25. Macht aber nichts mit Combat. Sagt mir überhaupt nicht zu. Hat allerdings so ein hübsches Vorschaubild. Auch wenn es so eine Silhouette ist. Wir entscheiden uns jetzt auf jeden Fall für Arista. Wir schauen uns mal ihre Power on Map an. Hier sehen wir nämlich auch die neue Map-Ansicht. Ihr seht, dass das schon ganz ordentlich gemacht ist hier. Hat zwar so ein bisschen was so von medizinischer Visualisierung von irgendwelchen Tumorzellen oder sowas. Keine Ahnung. Aber ja, ich denke mal, wir machen das. Und hier kriegen wir jetzt auch neue Infos über die Systeme, wenn wir hier auf der Karte sind. Wir können zum Beispiel erstmal das Heimatsystem suchen. Wo ist es denn? Kamadenu. Und da plotten wir jetzt mal eine Route hin. Sollte natürlich auf Fastest Route umstellen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr weit weg. Ja, wir können uns hier noch anschauen, was es. Oh, das ist einfach sau viel, was es jetzt schon gibt. Wir können uns jetzt hier anschauen, was es hier so übersichtmäßig gibt. Das heißt, hier werden die ganzen Systeme aufgelistet, die zu deiner Power gehören und da kannst du, oder da können wir uns anschauen, was da genau abläuft. Also wir sehen hier, das sind die Systeme, die kontrolliert werden. Hier haben wir Fortifying, das würde ich mal sagen, bedeutet, dass die sich noch dagegen sträuben und sich irgendwie widersetzen. Aber das sind halt so die Ziele, die man in Zukunft übernehmen könnte. Fasis zum Beispiel gehört, glaube ich, einem anderen Senator. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Die Expansion. Hier seht ihr die Expansion Attempts. Das ist das, wo die Power hingehen könnte. Das ist halt eben auch davon abhängig, wie die Spieler, die dieser Power angehören, entscheiden. Hier haben wir die Preparation. Was auch immer das aussagt. Ich nehme mal an, das ist hier, das wird quasi vorbereitet, dafür übernommen zu werden. Genau, hier mal unser Pledge-Ding wieder von eben. Nochmal mit ein paar weiteren Infos. Was kann die Power? Und die allgemeinen Stats. Interessiert, ob wir hier irgendwie sehen, wie viele Spieler tatsächlich hier mitmachen. Ne, das sehen wir gar nicht. Das ist eigentlich schade, dass man nicht sieht, wie viele Leute jetzt wirklich auf meiner Seite sind. Ja, und der nächste Gegner ist Semina Torval. Die hat Systeme in der Nähe. Aber genug des ganzen Geschwafels jetzt. Ich plätsche jetzt meine Allegiance für Arissa. Und jetzt passiert leider nichts Tolles. Wir kriegen nochmal eine Übersicht, was Fortify hier bedeutet. Was müssen wir denn machen? Deliver Units of Lavigny Garrison Supplies from Kamadenu to Contacts in Control System to help Fortify. Ah, okay, Fortify bedeutet, dass wir da unseren Einfluss aufbauen. Alles klar. Und dafür müssen wir Waren liefern. Waren liefern, nicht so cool. Aber das ist halt eben, ja, unser Ziel. Expansion support the Senator's fleet by destroying corrupt system defense forces at crimes sweeps in systems marked for expansion. Okay, das heißt, in den drei Systemen hier, das sind nicht die, wo wir hingehen könnten, sondern da sollen wir die korrupte Polizei zerstören.
Und Preparation, Collect Corruption Reports compiled by Analysts in the Systems, bla 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 bla. Also sollen wir hier in Systemen irgendwelche Analysen und Berichte über Korruption einsammeln. Ganz einfach. Okay, das heißt, wir haben drei Ziele, die wir machen können. Das sind unsere drei Quests sozusagen. Und da würde ich doch jetzt einfach mal sagen, wir machen uns auf den Weg. Wie weit ist das denn? Ach du Scheiße, 20 Sprünge. Nee, ich möchte nicht mit der Python dahin gehen. Auch wenn ich meine Python mag. Ich überlege, sie zu verkaufen. Wir können ja erstmal schauen, was es hier in der Nähe gibt. Ich würde einfach sagen, wir kaufen uns gleich nochmal für den Anfang eines der neuen Schiffe. Und wenn ich dann eins habe, sehen wir uns gleich wieder in der Werft.